Willkommen zurück zur DayZ Standalone. Heute wollte ich euch mal zeigen, was in der nächsten Version so hinzukommen wird. Also ich spiele heute auf den Experimental Server und bin an meiner kleinen Jagdhütte. Nein, leider kann man auch in der nächsten Version immer noch keine eigenen Gegenstände oder Häuser bauen. Wie auch immer, lasst uns beginnen. Also eine gute Sache, die hinzugefügt wird, ist, wenn man zum Beispiel noch kein Backpad hat. Ich habe jetzt zwar schon eins, aber falls man noch keins hat, sagen wir mal so. Genau. Könnte man sich mit Hilfe von einem Burlap-Sack und einem Rope, also einem Stück Faden. Oh, wo ist das Stück Rope jetzt hin? Okay, es ist da. Manchmal glitschen auf dem Experimental Server nämlich Sachen weg. Das ist recht scheiße, wäre das jetzt gerade passiert. Kann man sich daraus ein Courier Bag craften? Das habe ich jetzt auf dem Rücken, das Improvised Courier Bag. Das ist zwar noch nicht so gut wie ein normaler Talon Backpack. Würde auch sogar hier reinpassen in den Talon Backpack, würde aber den kompletten Talon Backpack füllen. Aber ist erstmal was für zwischendurch. Aber wer sich damit nicht zufrieden gibt, sollte mal ausprobieren. Das ist auch eine Neuerung, die ich jetzt zeigen werde. Einen Moment, ich muss erstmal alles umquartieren, damit ich genug Platz habe. Ja, genau. Sollte einmal ausprobieren. Ach komm schon, jetzt lasst mich das nicht vorbei, oder was? Career Backpack, mach dich aus dem Weg. Ja, jetzt ist das noch mehr im Weg. Ah, jetzt komme ich aber vorbei. Naja, wie immer, wie auch immer, sollte man, also wer sich damit noch nicht zufrieden geben will, sollte man versuchen, in die First Person zu gehen, auf so welchen hölzrigen Boden nach Search for Kindling machen. Das ist nichts anderes wie nach Stöcken suchen, die ganz normalen Stöcke, die man auch davor gefunden hat, mit denen man sich auch die Splints craften kann, welche dazu nützlich sind, sein gebrochenes Bein zu heilen oder halt eben dieses Courier Backpack auszubauen. Oder auch eine andere Neuerung, aber dazu komme ich später. Ja. Leider findet man nicht immer etwas. Das braucht eine Weile, bis ich etwas gefunden habe. I feel really full. Ja, das hat nichts damit zu tun. I have found something. Sehr schön. Ein Stück Holz. Das kann ich gleich mal benutzen, um Folgendes zu tun. Oh, rein da. Über das Career Backpack irgendwie drüber. Ja, sehr schön. Jetzt liegt es nicht mehr im Weg. Jetzt kann man nämlich das. Das war doch so, oder? Ich bin mir sicher, das war so. Split Wounds. Ach, verdammt. Wie war denn das? Ich war mir sicher, das war so. Ah, jetzt weiß ich es leider nicht mehr. Sorry, tut mir leid. Also es waren nicht die Sticks, denn dann war es irgendwas anderes. Aber man kann es sich auch noch verbessern. Dann ist es genauso groß wie ein Talon Backpack. Verdammt nochmal, weshalb vergesse ich das jetzt? Wie auch immer. Mit Hilfe der Sticks kann man auch über etwas anderes machen. Ein sehr tolles neues Feature. Man kann es zusammenziehen mit den Racks. Und jetzt können wir Folgendes tun. Entweder Splints herstellen oder ein Fireplace Kit. Bam. Das ist das Zeug, worauf wir schon ewig gewartet haben. Und zwar kann man... Da ist es. Kann man damit Feuer machen. Einfach ein Holzstück drauf. Holzstücke bekommt man folgendermaßen. Man geht an einen Baum. Einen großen Baum am besten. Wählt seine Axt aus. Geht also daran. Dann machen wir Chop Firewood, also mit dem Mausrad. Dauert ein bisschen. Ja, bis das anzeigt. Ach nee, man muss immer wieder neu klicken damit. Ich habe das noch nicht gemacht, ich habe es nur gehört. Also, ich war schon dabei, wie das einer gemacht hat, aber... Bisher habe ich noch nicht keinen Baum selbst fällen können. Wow, was zum... Der Baum ist tatsächlich umgefallen. Und da haben wir ein neues... ein neues Firewood auch in unserem Inventar. Ist sogar noch was extra dazugekommen. Nett. Okay, jetzt wissen wir also auch, wie man das Firewood choppt. Wenn man das Firewood sich gechoppt hat, kann man es
Mach mit Jagdstück, verdammt. Das ist nicht so toll, wenn die im Bild hängt. Kann man das jetzt auch da rein platzieren, zusammenfügen. Dann ist das da drin. Und dann kann man eigentlich auch schon das Ganze, wartet. Muss man Matchbox, braucht man auch, auf die Slotleiste ziehen, Matchbox in die Hand nehmen. Matchbox in die Hand nehmen. Jetzt backt das gerade ein bisschen rum. Und dann hat man hier Ignite. Das klicken. Because of the wind. Okay. Vielleicht muss man sich noch in... Ach komm schon, wieso denn jetzt? Okay, Leute. Was gerade eben passiert ist, der Server hat restartet und ich habe nicht drauf aufgepasst, wann der restartet. Ja, das ist immer so, immer so alle bestimmten Zeitraum restartet er. Ich habe leider nicht drauf geachtet und jetzt ist alles verschwunden, was noch auf dem Boden war. Also inklusive des Fireplace Kits und dem Burlap Sack. Ja, dem Courier Bag. Und den ganzen Inhalten drinne. Es ist recht beschissen für mich, aber zum Glück habe ich noch alles, was ich brauche, um das Ganze noch einmal herzustellen. Verdammt, das Einzige, was mir das Spiel zurückgeben hat, ist eine verdammte verrottete Kiwi. Danke, Spiel. Okay, wie auch immer. Ich habe jetzt wieder alles gefunden, was ich brauche. Nein, das habe ich getan. Stop Action. Cancel Action. Sehr schön. What the fuck? Weshalb ist denn das nur noch vier? Super. Okay. Craft Fireplace Kit. Platzieren. Firewood. Matchbox. Okay. Ignite. Sehr schön. So, jetzt haben wir ein brennendes Feuer. Feuer braucht wirklich nicht mehr als ein Firewood auf einmal. Ein Firewood reicht wirklich sehr lange. Sogar für zwei Schübe an Fleisch, das man drauflegt. Apropos Fleisch. Wir haben noch keins. Deswegen müssen wir jetzt erstmal die nächste Neuerung machen, also die nächste neue Sache. Warte, ich mach mal das Feuer kurz aus. Ja, wie war das nochmal? Ach genau, einfach hier drauf. Und das Teil runterziehen, dann geht's Feuer automatisch aus. Genau. Dann brauchen wir die nächste Neuerung. Das Jagen. Es regnet gerade eben. Ich warte erstmal, bis es aufgehört hat. Oh mein Gott, Leute. Ich habe ein Tier gefunden. Und Zombies scheinen die Tiere zu jagen. What the fuck? Damit habe ich wirklich gar nicht. Lass mir mal die Zombies das Tier killen. Zombies scheinen Tiere zu jagen. Haha, genauso wie die Menschen, wie sie Menschen jagen. Okay, ich hole mal die Axt raus aus Sicherheitsgründen. Was haben wir denn da für ein Tier? Ich kann es nicht genau erkennen. Sonne strahlt zu sehr. Okay, bloß nicht das Tier aus den Augen verlieren. Ich erkenne es immer noch nicht richtig, was das sein soll. Ah, das ist ein Hirsch. Ich werde den Hirsch killen, zusammen mit der Hilfe der Zombies. Das wird eine Treibjagd. Okay. Oh, jetzt habe ich sogar schon drei Zombies am Arsch. Ne, warte, der Hirsch hat hier am Arsch, nicht ich. So, mal gucken, ob ich mir irgendwie vor den komme. Aber ich laufe einfach weiter so im Kreis, bis ich es irgendwann schaffe. Oder ein Zombie den erwischt. Okay. Deshalb schlage ich nicht zu. Oh, ich habe die Axt gar nicht umgekehrt. Nein. What the fuck, Zombie? Ich dachte, wir arbeiten in einem Team. Ich glaube, es wird Zeit, erstmal von den Zombies loszuwerden und dann können wir das Ding erwischen. Egal.
Ich helfe den Zombies noch ein bisschen beim Jagen. Bis zum nächsten Star Restart ist erst einmal noch Zeit. Ich könnte aber auch einfach meine Waffe rausholen und den Diener abschießen. Ja, probier das mal. Weil da habe ich sofort alle Zombies am Arsch. Ja, das habe ich gerade nicht hinbekommen. Wir müssen weiter rennen. Ja, wo ist der? Wo ist der Dier hin? Oh, Sian, hier ist es. Leblos. Also die Zombies haben es erwischt und das habe ich wegen dem Server-Lag nicht richtig erkannt. Okay. Nice Sache. Zombies haben es für mich geregelt. Gut, jetzt muss ich... Ja, ich bin healthy, aber ich habe trotzdem noch so ein Motion... So ein Blur. Es geht... Ist irgendwie falsch. Egal, ich muss jetzt die Machete, glaube ich, in die Hand nehmen. Und dann hier... Ja, genau. Skin and Quarter Deer. Oh mein Gott. Ich zerhackstückless. Es ist eine Ausdrucksweise. Okay, jetzt müsste doch eigentlich... Oh Gott, what the fuck? Verdammt nochmal. Scheiß Zombies. Okay, Zombies am Arsch. Wo ist jetzt das Viechchen? Wo war das Viech? Oh, da. Es ist einfach verschwunden. Was zur. Okay, erstmal mich selbst abpatchen. Wahrscheinlich war das ein Zombie, der den Deer noch gejagt hat und weit zurückgeblieben war. Die finden ja einfach alles. Die finden ihren Weg immer, immer wieder. Du kannst nur nicht abschütteln, die Zombies in Daisy. Okay, hier haben wir, ah ja, Deerpelt. Man kann nicht nur mit dem, hier, wie heißt das Teil? Mit dem Burlap-Sack mit in diese Career-Bags bauen, sondern auch mit dem Deerpelt. Da halt eben Deerpelt. Und einfach ein Stück Faden. Ich jetzt aber schon einen Sack habe, brauche ich den mal nicht. Ah, komm schon. Ich glaube, ich muss erst das... Ah, nee. Guck, jetzt geht's. Hier habe ich ein Stück Fleisch. Raw Deer Steak. Ich bin mir sicher, ich brauche jetzt nicht mehr so viele Kannen, wenn du... Also Dosen, wenn ich jetzt das Deer Steak habe. Ich bin mir auch nicht sicher... Ich bin mir auch sicher, dass ich nicht so viele Melee Weapons brauche. Okay, ich bin wieder bei Healing. Wie viel nimmt das eigentlich an Platz weg? Sieht mir aus wie 4 Stück. Lass ich da mal auf dem Boden liegen. Damit kann ich jetzt nichts anfangen. Ich habe ja schon den Career Bag. Kann ich dann damit upgraden? Nein, natürlich nicht. Ah, ich glaube, ich weiß nicht, wie man Career Bag upgradet. Das ist Ashwood Sticks. Das ist eine andere Art Sticks. Und ich glaube, die findet man nur ganz selten, wenn man Bäume hackt. Eigentlich hätte ich zwar jetzt zu dieser Sekunde alles, was ich brauche, um einen Baum zu fällen und ein Lagerfeuer anzumachen. Das Problem ist aber, diese Axt ist ruiniert. Mit ruinierte Äxte reichen zwar, um Gegnern damit auf den Latz zu geben, aber aus irgendeinem Grund kann man damit keine Bäume fällen. Das ist recht scheiße, denn so kann ich jetzt nicht das Tutorial weiter zeigen. So, aber ich habe es doch noch geschafft, eine funktionierende Axt zu finden, mit der ich euch jetzt auch zeigen kann, wie sich Fleisch so brät. Also was mir auch noch aufgefallen ist, man kann auch noch nach Kindling shoppen. Hier, da, zack. Ich habe chopped zum Kindling. Jetzt haben wir sogar 3 Sticks auf einen Schlag. Das ist sehr schön. Leg mal das weg. Auch ein bisschen mehr freien Raum in meinem Inventar. Lege ich mal das Salinwerk weg kurz. Genau. Split. Den brauche ich erstmal nicht. Und jetzt
Combine with Bandages. Gut. Ich setze mich mal hier hin. Ne, hier hinter dem Baum. Dann bin ich ein bisschen sicherer. Und hier ist auch windgeschützt. Jetzt mal meine Sachen zurück wieder. Okay. Hier muss ich jetzt... Setz mich mal hin. Hier muss ich jetzt das Feuerwood drauf machen. Attach. Ich mach gleich beide drauf. Ah ja, hier. Kann man das dann noch draufziehen. Add Firewood. Erst Fleisch drauf oder... Ja, erst anschalten. An... Fackeln. Natürlich. Geht das nur in First Person? Went out because of the wind. Ach, verdammt nochmal. Hier kann doch gar kein Wind sein, im Ernst jetzt. Ich hasse because of the wind. Immer ist irgendwas mit dem wind nicht in Ordnung. Okay. Ja, ein Holzding brauche ich nicht. Ich suche mir mal einen anderen windgeschützteren Platz. Aber hey, ich gehe jetzt mal hier rein und mache das einfach hier drinnen. Ich mach das mal hier drüben. Ja, machen wir mal so direkt in der Mitte. Attach. Ignite. Was? Immer noch. Was soll das mit dem Cause of the Wind? Ist das ein Glitch? Oder was soll das sein? Ich bin in einem Haus drinne. Hier ist kein Wind. Ja. Na klar. Server restartet eh gleich. Ich würde jetzt nichts bringen, das Feuer anzuschalten. Na gut. Okay. Hier ist eine Kopie von mir. Okay, ich bin gerade über einen Bug gestolpert, in der eine 100%ige Kopie von mir erzeugt wird. Da, kann man gerne vergleichen. 100%ige Kopie von mir. Er ist halt eben ein Bug. Ich weiß nicht, ob der gefixt wird noch. Ich glaube aber schon. Aber bis zur nächsten Stable glaube ich ein weniger. Und dass der bis zur nächsten Stable noch gefixt wird. Ich glaube, dass er noch ein bisschen länger braucht. Egal, jetzt habe ich halt eben meinen kleinen Doppelgänger-Freund hier, der nichts tun kann, außer rumgucken. Beginnen wir mal. Mal gucken, ob es diesmal funktioniert. Oder nicht. Ich glaube, das kommt tatsächlich... Oh. Das Lagerfeuer schwebt. Natürlich. Noch verglitschter hier. Ah, jetzt geht's tatsächlich. Es geht an. Sehr schön. Es hat aber keine Feueranimation, nicht wirklich. Ich glaube, das brennt, ja genau, es brennt auch noch besser, wenn man Steine dazu macht. Dazu legt. Aber
Wieso geht das jetzt nicht? Ah, genau, man muss es da oben drauf ziehen. So, mehr als vier auf einmal gehen nicht rein, oder? Ich glaube nicht. Doch, geht schon rein, aber ich habe nicht mehr dabei. Ist doch recht egal. Man könnte jetzt da sitzen, das dauert so ungefähr, ich glaube, 20 Minuten, 15 Minuten. Also ungefähr 15 bis 20 Minuten müsste es sein. Es geht jetzt halt von dem normalen Grauton immer röter, also immer roter. Roter gibt's nicht. Bis es am Ende ganz rot ist. Und wenn das dann noch in der Zeit in dem Ding zeigt man bleibt, dann wird es als gekocht angezeigt. Dann ist es gekocht also. Okay, das kocht jetzt so vor sich hin. Also es brät vor sich hin eigentlich. In der Zeit kann ich noch was anderes zeigen oder was anderes noch beitragen. Also die Sache ist die, ich habe zwar schon versucht, den Rucksack hier, das war ja davor ein Improvised Courier Bag, habe ich ja schon versucht auszubauen, da hat es nicht funktioniert. Der Grund dafür war aber einfach nur, dass das Teil leer sein muss. Also es hat nichts mit Ashwood Sticks zu tun, man muss einfach nur ein leeres Improvised Backpack haben, Improvised Courier Backpack, ein leeres, und halt eben die Stöcke draufziehen, die ganz normalen Stöcke. Und dann kann man sich einen verbesserten bauen. Der hat dann 4 auf 1, 2, 3, 4, 5, also 20 Slots. Das ist, glaube ich, ungefähr so viel, wie auch ein Talon Backpack hat. Und was übrigens ist auch eine neue Waffe hinzugefügt worden. Und zwar die AKM. Ah. Was ist das denn jetzt? Genau. Hier. Also die AKM ist eine Schusswaffe, natürlich, die verschießt die SKS-Munition, also die 7,62er, also die kurzen davon, und kommt mit einem Magazin mit 30 Rounds oder sogar einer Magazintrommel, wo insgesamt 75 Rounds reinpassen. Das ist ein Haufen, ja. Bloß die Magazintrommel ist noch ein bisschen verbuggt, habe ich gehört. Ist egal, man findet es eh in Head. Ich habe mich schwer getan, sogar das Mag zu finden. Denn das Problem ist, es gibt zwar das Mag dazu, aber man muss es extra finden. Es ist nicht gleich direkt dran, eins. Und das ist sehr selten. Was auch jetzt hinzugefügt wurde, ist so eine, wenn man zum Beispiel eine schwere Waffe hat, wie eine Mosin oder diese AKM hier gerade, dauert es eine Zeit lang, bis es an dem Punkt ist, wo du hinzielst, und zieht halt eben so nach. Dann würde der Schuss halt eben nicht genau fallen, sondern eben dorthin, wo die derzeit hinzielt. Muss man also erst zielen, warten, bis angekommen ist, und dann kann man erst abdrücken. Ich glaube, das Ganze verbessert sich sogar, vereinfacht sich. Das Zielen, wenn man auf dem Boden liegt. Nein, es tut's nicht. Das ist genauso unhandlich. Okay, ich glaube, das ist auch noch ein Bug. Gucken wir mal, wie unser Fleisch sich macht. Ah, das ist ja schon ganz rot. Es dauert vielleicht noch ein bisschen. Ich bin mir sicher, das dauert noch ein bisschen, weil es sind erst 5 Minuten vergangen, seitdem ich es draufgelegt habe. Also vielleicht sind es dann doch nicht so 15 Minuten, sondern nur so 10 ungefähr. Naja, ich habe mal eine Uhr mitlaufen und dann kann ich am Ende die genaue Zeit sagen. Denn die scheinen alle gleich zu brauchen und das hängt nicht vom Zufall ab. Man kann auch noch Steine hinzufügen, dadurch brennt es, glaube ich, besser oder schneller. Aber egal, ich habe halt keine Steine. Die kann man auch vom Boden aufheben, indem man First Person geht, auf so einen steinigen Boden. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo einer davon ist. Kann man halt eben nach Steinen suchen. Und die kann man dann halt eben hinzufügen. Aber ich habe jetzt halt eben keine Steine und es scheint doch so recht gut zu brennen. Und das Feuer sollte mir nicht leer gehen. Das sagt mir nicht an, wie viel da jetzt noch übrig ist davon.
Aber nee, ich habe das schon mal gemacht, da hat ein Stück Holz gereicht. Das ist so geil, wenn einer. Das ist so geil, wenn einer reinkommt und erstmal auf meinen Doppelgänger schießt. Das haben wir also so einen Nutzen dafür. Für den Glitch sogar gefunden. Yay. Ist ja einfach nur zu super. Wenn der einer reingestürmt kommt und erstmal auf den schießt mein Double und dann mache ich ihn fertig. Mit Feuer. Also das Fleisch ist jetzt recht lange schon auf komplett rot, aber das scheint die längste Phase zu sein, die es hat. Also dass es komplett rot ist, scheint nur anzusagen, dass es jetzt heiß ist. Und dass es halt eben dadurch anfängt zu kochen wahrscheinlich sogar erst. Ich frage mich, ob wir das Fleisch erst abkühlen lassen muss. Aber nee, das habe ich auch das letzte Mal nicht gemacht, als ich das Fleisch gegessen habe. Also diesmal mache ich es auch nicht. Aber auf jeden Fall kann das Fleisch also im Nachhinein auch wieder abkühlen. Und ist dann vielleicht nicht mehr so genießbar oder bringt einem vielleicht auch nicht mehr so viel Energie. Ist ja möglich. Lass mir das. Oh! Die Axt geht kaputt, wenn man damit Firewood choppt. Okay. Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aus welchem Grund tut sie das? Ist ja eine beschissene Axt. Wieso um alles geht die Axt kaputt, wenn man damit Firewood choppt? Naja, wie auch immer, wie geht's meinem Feuerchen hier? Oh, ich stehe jetzt im Feuer drinne. Ah, da ist Jan. Es ist genau 15 Minuten her, dass ich es aufgelegt habe. Nee. Es sind 10 bis 15 Minuten her. Oh, es ist verbrannt. Es ist verbrannt. Es ist wirklich eine sehr kurze Zeit, bis es verbrannt war. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Gut, dann ist es halt eben so, dass das sich sehr schnell aufbraucht. Nee, dass es sehr schnell verbrennen kann. Also es war 28 habe ich. Nein! Ah nee, Server Restart. Nein, nein, das ist ein Server Crash. Ah, nee, doch. Glücklicherweise geht's weiter. Ich habe nur Connection verloren. Kurzzeitig. Aber ich hab sie wieder. Ich dachte jetzt schon, der Server hätte gecrashed. Nun gut. Also doch nicht. Sehr schön. Ich hab's 28 aufgelegt. Und 40 ist es wieder. Ist es fertig gewesen. Und 1:42 ist es verbrannt. Also es braucht rund 10 bis 15 Minuten, bis es fertig wird. Man sollte in dieser Zeit auf jeden Fall am Feuer bleiben, denn es ist nicht viel Zeit, bis es verbrennt. Dann essen wir mal eins. Inspect. Cooked Deer Steak. Ich kann leider jetzt nicht genau sehen, wie viel das bringt und auch nicht abschätzen, weil ich schon 100%ig energized war. Also 100%ig geht fast gar nicht, aber ich war extrem hoch energized. Ja, da liegt sogar das noch Verbrannte oben drauf. Da komme ich aber aus irgendeinem Grund nicht ran. Steh mal auf. Naja, hier, so komme ich nicht ran. Ach, hier ist das Verbrannte. A burnt deer steak. Inspect a burnt deer steak. Wow. Na gut. Na, wie auch immer. Es war jetzt nur noch eins zu tun. Unseren kleinen Doppelgänger. Freund hier hinzurichten. Na, mal gucken. Na,
Wie soll es denn sein? Na, sprachlos? Dann suche ich aus. Du wirst zu Tod geprügelt. Ha. Kann ich ihn überhaupt treffen? Sieht nicht so aus, meiner Meinung nach. Oh doch, es geht. Also ich kenne hier keinen Schaden dabei. Er kann tatsächlich in Ohnmacht fallen. Okay, ich kann... Ich kann auch New Content machen. Was? Was ist denn das für ein Bug? Oh nee. Nein. Nein, 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 das mache ich jetzt gar nicht wirklich. Ich double nicht gerade wirklich Sachen. Nein. Nein, nein, nein. Sebastian, hör auf damit. Ich habe jetzt nicht wirklich Sachen gedoubled. Ich bin ein Arschloch. Ich weiß, ich habe mir gedacht, ich würde das nie machen, aber als ich jetzt auf einmal die Möglichkeit dazu habe und auch nicht wirklich was dafür kann, weil es einfach ein Bug, über den ich drüber gestolpert bin, würde ich es aus irgendeinem Grund sehr gerne machen. Was ist gerade mit dem Server los? Ich will gerade gar nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es meine Internetverbindung ist. Ach du Scheiße, ich hätte nie gedacht, dass ich doublen würde, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Aber ich hab's getan. Scheiße. Bam. In the face. Ach komm, mach mal Kopftreffer bitte. Ich will dich nicht... Wenn ich jetzt nächste Mal auf den Server einlogge, bin ich hundertprozentig, habe ich hundertprozentig keine Sachen mehr im Backpack. Aber hey, guck mal, der hat nicht die Sachen, die ich im Backpack habe. Aus irgendeinem Grund. Aber die Sachen, die ich in der Jacket hatte und so, hat er. Kommt mir komisch vor. Die AKM hat auch gar nichts. Das ist einfach nur eine rohe AKM. Gucken wir die mal an. Wo ist die rohe AKM jetzt hin? Genau hier. Was ist das denn? Also so sieht eine AKM ohne Attachments aus. Check Pulse. Unknown Entity has a strong pulse. Ich bin mir ganz sicher, dass ich das bin. Heißt du Unknown Entity? Wir haben hier zusammen im Lagerfeuer gesessen. Jetzt bekommst du auch was von dem Zeug ab. Feed cooked meat. Da, hier bitte sehr. Yum, 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 yum. So. Unknown Entity, es war mir eine Ehre. Aber ich möchte nicht, dass ich je wieder double. Und aus diesem Grund. Oh Gott. Es ist mir so klar, dass ich sterben werde, wenn ich das tue. Also ich bin mir nicht sicher. Ihn abschießen bedeutet für mich nie wieder doublen. Ihn leben zu lassen bedeutet für mich. Ich weiß es auch nicht. Bam! Ich. Nicht, doch jetzt. Es ist erst tot. Nein, ich fasse definitiv nichts von seinem Inventar an. Obwohl eigentlich noch gar nichts drin ist. Das ist schwer. Doch, ich mach's. Ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Arschloch bin. Die ist pristine. Das gedoppelte Ding ist pristine. Scheinbar ist alles, was ich entdoppelt habe, pristine.
Also ist das den Bug, den die ganzen Glitcher, die ganzen Doubler immer abusen? Aber ich weiß gar nicht, wie ich den ausgelöst haben sollte. Ich bin einfach hier ausgelockt. Und dann stand ich auf einmal dort. Und ich konnte mich selbst looten. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich mich tatsächlich selbst gelootet habe. Was bin ich für ein Arschloch? Hey, guck mal, es war tatsächlich kalt. Na dann. Ich denke, ich bin tot. Das müsste es eigentlich sein, was das hier auf dem Boden ist. Oh, was passiert denn jetzt? Ich glaube, der See ist gerade abgestürzt. Naja, ich glaube, der See ist abgestürzt. Das gibt keinen Mucks mehr von sich. Ja, es ist am Arsch. Na dann, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und ihr konntet verstehen, was jetzt im nächsten Update hinzukommt. Und ich hoffe, ihr seid nicht zu böse mit mir, dass ich jetzt den Bug, über den ich gestolpert bin, ein bisschen abused habe. Na dann, bis zum nächsten Mal. Bye.